Nach der klaren Bestzeit von Lewis Hamilton im ersten freien Training zum Grand Prix von Australien in Melbourne rückte das Formel-1-Feld in der zweiten Session im Albert Park näher zusammen. Trotzdem ging erste Freitagsbestzeit der neuen Saison an Weltmeister Hamilton im Vergleich zu FT1 konnte er am Nachmittag nur noch marginal zulegen. Letztendlich setzte er sich mit einer Zeit von 1:23.931 Minuten an Spitze, 0,127 Sekunden vor Max Verstappen, Red Bull. Der hatte im ersten Training noch 0,7 Sekunden Rückstand gehabt. Und auch bei den Longruns am Ende des zweiten freien Trainings konnte sich das Mercedes-Team nicht deutlich absetzen. Mercedes-Boss Wolff glaubt an Ferrari, zwar gelang es Hamilton und Valtteri Bottas Dritter, 0,228 am öftesten, Zeiten unter 1:28 Minuten zu fahren, aber generell lagen drei Top-Teams extrem dicht beisammen. Das lässt für Samstag und Sonntag, wenn es möglicherweise auch noch regnen soll, auf Spannung hoffen. Das ist ein guter Start, nicht mehr, sagt Mercedes-Sportchef Toto Wolff. Ich glaube, Ferrari hat noch Reserven. Da läuft der Motor noch nicht voll. Und Red Bull ist in den Kurven sehr stark. Positiv hält er fest, wir hatten auch bei den heißen Temperaturen keine Blasenbildung an den Reifen. Erleichtert aufatmen kann man bei Red Bull. Nach dem verkorksten Saisonstart 2017 belegte Daniel Ricciardo 0,790 zwar nur den siebten Platz, aber das lag daran, dass er seine schnellste Runde wegen einer roten Flagge abbrechen musste. Repräsentativer war da schon Position 2 von Verstappen. Red Bull wähnt sich bei der Musik und dass wir auf den Longruns auch gut dabei sind, freut sich Red Bull Motorsport-Konsulent Helmut Marko und prognostiziert, hinter Hamilton wird's zwischen Red Bull und Ferrari spannend. Ich schätze, dass wir zwischen 3 und 4 Zehntel hinter Hamilton sein werden. Das zweite Training brachte auch erste interfinnische Kontroverse hervor, als Bottas sich verbremste und Nebenstrecke rutschte, weil ihm Räikkönen im Bummeltempo im Weg stand. Die beiden Landsmänner müssen wegen des Zwischenfalls zum Rapport bei den vier Rennkommissaren. Hinter den drei Top-Teams etablierten sich Haas, McLaren und Renault als erste Verfolger. Romain Grosjean belegte mit 0,717 Sekunden Rückstand den sechsten Platz in FT2 und das obwohl sein Frontflügel zwischendurch mit Superkleber geflickt werden musste. Im Moment bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir fünft oder sechs bestes Team sein können, mein Technikchef Günther Steiner. Deutlich verbessert präsentierte sich neue Allianz McLaren-Renault. Fernando Alonso, der im ersten Training viel Zeit wegen eines Auspuffdefekts verloren hatte, konnte im zweiten Training durchfahren und landete mit 1,269 Sekunden Rückstand auf dem achten Platz, unmittelbar vor Kevin Magnussen, Haas 1,315 und Teamkollege Stoffel Vandoorne 1,354. Vettel langsamer als Räikkönen, aus deutscher Sicht zeichneten sich zwei unerfreuliche Tendenzen ab. Erstens, dass Vettel bei Ferrari zumeist langsamer war als Räikkönen. Und zweitens, dass Nico Hülkenberg bei Renault über weite Strecken hinter Carlos Sainz lag. Hülkenberg, 1,532, wurde in FT2 13., Sainz 11. Zwischen den beiden lagen nur ein paar Hundertstel Sekunden. Weiter hinten im Feld gab es keine nennenswerten Überraschungen. Ernüchternd aus Schweizer Sicht ist der große Rückstand des Sauber-Teams auf das Mittelfeld. Williams und Toro Rosso tun sich ebenfalls schwer, mit dem vorderen Mittelfeld mitzuhalten. Und Force India sieht dank Technik-Update zumindest etwas besser aus als beim Barcelona-Test. Übrigens hat Formel 1 Saison 2018 zwar grundsätzlich ruhig begonnen, trotzdem gab es schon eine rote Flagge. Etwa zur Halbzeit des zweiten freien Trainings lösten sich auf der Start- und Zielgerade Kabel erst festgemacht werden mussten. Eine Unterbrechung, Ricciardo seine schnelle Runde kostete. Video, Halo spaltet Formel 1, fürchterlich der größte Rückschritt.